Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen schönen guten Morgen, hier ist der Achim und das ist der Geek Talk Daily für Donnerstag, den 14. September. Heute dabei Nintendo, Tesla, Apple, Facebook, Instagram und Google. Nintendo, da steht jetzt am 29. September das Erscheinungsdatum des NES Classic Mini an und die einen vorbestellen konnten, werden dann einen bekommen und sich freuen. Das Ding war ja sehr erfolgreich, sofort ausverkauft, also die Vorbestellungen ausverkauft auch und auf eBay gingen die Dinger halt auch richtig durch die Decke. Man hatte halt auch wieder Angst, das gleiche ist nämlich letztes Jahr schon mit dem NES Classic Mini passiert, alle wollten einen, kaum einer hat einen bekommen und die Preise gingen hoch. Da schreitet jetzt Nintendo ein und hat auf seinem Twitter-Kanal verkündet, dass es weiter das NES Mini produziert wird. Also es wird noch welche nachgeliefert, auch 2018. Und das Classic Mini wird auch zurückkommen. Also alle, die noch keinen haben und einen haben wollten, bekommen noch die Chance. Nintendo reagiert und ja, hey, die verdienen natürlich auch Geld damit. Also das ist eigentlich die richtige Antwort. Gut für die Fans und gut auch fürs Firmenkonto. Gut auch fürs Firmenkonto, vielleicht wird bei Tesla das nächste Auto sein. Und das nächste Auto ist eigentlich kein Auto, sondern ein LKW. Denn Tesla plant die Veröffentlichung ihres Elektro-LKWs am 26. Oktober. Der macht dann die Modellpalette nach hinten hin erweitert diese. Ist natürlich ein ganz anderer Markt als normales Personenfahrzeug wie der Series 3 oder der X-SUV von Tesla. Ist eine ganz andere Branche, aber natürlich auch eine sinnige Sache, denn gerade die LKWs, wenn die viel transportieren, verbrauchen natürlich auch eine ganze Menge an Brennstoffen und also für die Umwelt bestimmt eine gute Sache. Muss man gucken, was sie da wirklich vorstellen und was das Ding dann kostet und ob der Markt das dann auch wirklich annimmt. Wir werden natürlich darüber berichten. Das Apple Music Festival ist ja so ein Festival, wo verschiedene Künstler auftreten in relativ kurzer Zeit. Das ist zumindest die letzten Jahre immer in London gewesen, wenn es nicht gar immer in London war. Letztes Jahr hat es 10-Jähriges gefeiert. Der Tim Cook das auf der Bühne noch groß angekündigt und selber gefeiert. Das wurde jetzt klammheimlich eingestellt, denn es wird anscheinend dieses Jahr keins geben und auch in Zukunft nicht. Und an deren Stelle sollen jetzt einzelne Konzerte treten, die als Stream über Beats One und Apple Music dann anschaubar sind und dann auch übers Jahr verteilt und nicht so konzentriert im Herbst wie beim Apple Music Festival. Ja, es gibt eine Tumblr-Seite dazu, da kann man sehen, welche Shows demnächst anstehen und die könnt ihr euch angucken, die ist verlinkt in dem Artikel vom Jan, den ich auch in den Shownotes natürlich verlinkt habe, wie alle anderen Artikel, wenn es euch interessiert. Facebook, die entfernen jetzt die Möglichkeit, Instant Articles im Messenger zu publizieren und anzugucken. Instant Articles wurde auch knapp vor einem Jahr eingeführt. Das ist die Möglichkeit für Content-Produzenten, Inhalte zu erstellen, die 10-mal so schnell laden, ganz anders formatiert sind die nicht so großartig angenommen werden, habe ich den Eindruck, denn ich komme damit noch relativ selten in Kontakt. Aber Facebook wird es auch nicht komplett entfernen. Sie machen es nur nicht mehr im Messenger. Sie wollen sich auf die eigene Facebook-App konzentrieren und dort Instant Articles weiter pushen. Schauen wir mal, was daraus wird. Und wir werden euch, wenn, auch hier darüber berichten. Und Facebook nimmt da etwas weg. Woanders im Hause Facebook, und zwar bei Instagram, kommt was hinzu, nämlich ein neues Feature. Denn die Instagram Stories können sich jetzt auch via Instagram Direct teilen lassen. Also die Direct-Messaging-Funktion von Instagram bekommt eine neue Möglichkeit. Wenn man in der Story ist, gibt es jetzt nun unten rechts das kleine Papierflugzeug für Direct und damit kann man dann einem Freund die Story schicken und der kann es dir dann auch direkt angucken. Nicht die eigene, also die eigene wahrscheinlich dann auch, aber halt auch jede andere Story, die man entdeckt hat, die man interessant findet, kann man somit teilen. Und das letzte Thema für heute, der Google Assistant für iOS, der unterstützt jetzt auch Apple Maps und Waze. Ja, der Google Assistant als iOS-App, wer nicht nur mit Siri reden möchte, kann auch mit dem Google Assistant reden. Leider nicht systemweit, aber halt, wenn man die App hat, einfach die App starten, die was fragen und man konnte sich auch navigieren lassen aus der Google Assistant App.
Das ging aber bislang nur mit Google Maps, logischerweise aus dem Hause Google. Aber jetzt kann man das auch so regeln, dass man Apple Maps benutzt oder Waze. Waze gehört ja mittlerweile auch zu Google. Das ist jetzt nicht die große Überraschung, aber schön, dass sie sich ein bisschen offener zeigen und auch Apple Maps unterstützen. Das könnte Siri umgekehrt vielleicht auch mal machen. Also dass Siri, nicht Google, doch Google. Ich wollte gerade sagen, Siri Apple Maps nutzt, sondern Google Maps nutzt. Aber Siri versteht mich ja eh nicht, also von daher ist auch egal. Aber ich hoffe, ihr habt mich jetzt hier verstanden. Ich wünsche euch einen guten Start in den Tag. Die Woche ist ja bald rum. Und wenn ihr wollt, hören wir uns morgen nochmal wieder. Und wenn ihr Lust habt, hinterlasst uns doch auch eine Bewertung bei iTunes. Würden wir uns sehr darüber freuen. Oder auch Kommentare hier unter den Shownotes zu dieser Folge und auch zu anderen Folgen. Also, bis dann. Wir hören uns. Ciao, ciao. Hört mehr Geek Talk.